Ja, hey alle zusammen, ich bin's wieder, die Hexe. Ich bin jetzt wieder da mit der neuen Season und habe mir vorgenommen, jetzt einige Builds zu machen. Allein schon beim Hunter fallen mir mehrere Arcus-Builds ein, sowie Solar und von den neuen Leere-Exo. Da kommt natürlich auch noch was Passendes dazu. Aber dieses Mal schauen wir uns ein Arcus-Build an. Und zwar mit diesem Arcus-Build macht ihr über 200.000 Schaden. Und das ist richtig, richtig viel. Also manche Champions sind halt sofort weg. Noch dazu werdet ihr die ganze Zeit geheilt, wenn ihr unterwegs seid und die ganze Zeit die Gegner weghaut. Ihr macht immer wieder großen AOE-Schaden. Und dieses Bild ist einfach super, super geil für Endgame-Content, wenn es rein ums Ad-Clearen geht oder um Sachen solo durchzulaufen. Ich habe zum Beispiel hier, wie man gerade im Clip sieht, überhaupt gar keine Barriere-Champion-Mod drin und kann diesen Champion trotzdem ziemlich einfach wegmachen. Das geht mit den anderen Champions genauso. Überladungs-Champions sollte man schon was mitnehmen, da sie sich die ganze Zeit heilen, da reicht es leider doch nicht. Aber im Großen und Ganzen macht es echt Spaß. Und wenn euch mein Content gefällt, könnt ihr sehr gerne ein Abo dalassen. Vielleicht schaffe ich es dann irgendwann auch zu den 2000 Abonnenten. Das wäre ein mega Ding für mich. Und außerdem bin ich noch am Freitag ab 19 Uhr live auf Twitch, denn da ist der Day One, der Kings for Raid. Und wir gehen rein und versuchen, eine ziemlich gute Zeit hinzubekommen. Schaut gerne vorbei und dann geht's jetzt erstmal weiter. Ja, dann schauen wir kurz mal beim Hunter rein. Erstmal bei der Super. Ich habe aktuell die neue Super drin, Sturmsammlung. Man spielt halt dann mit auf Range endlich und es macht auch richtig gut Schaden. Der erste Hit crittet immer automatisch und macht eine richtig schöne Fläche, wo Schaden entsteht. Nur leider ist aktuell so, sollten zwei Hunter oder drei Hunter in einem Raid zum Beispiel das spielen. Der erste Hit crittet trotzdem und macht Schaden, aber das Nachbeben bekommt nur der, der die Ulti zuerst geschmissen hat. Ich weiß nicht, ob das mit Absicht ist. Sollte es nicht so sein, wird es gefixt. Also solltet ihr schauen, dass ihr euch da abspricht. Ja, natürlich das Nahkampf ausweichen. Wenn ich in der Nähe von einem Gegner ausweiche, bekomme ich meinen Nahkampf zurück. Dann habe ich den Kurzteleport drin. Ich kenne es so aus Destiny 1 mit Arcus, konnte man sich hin und her teleportieren. Und außerdem kommt man damit noch ziemlich gut aus ziemlich heiklen Situationen manchmal raus. Dann habe ich den Komboschlag dabei. Das ist dreimal stapelbar und zwar, wenn ich jemanden mit meinem Nahkampf töte, macht der Nahkampf darauf mehr Schaden und das geht halt dreimal hoch. Noch dazu, wenn ich jemanden halt töte mit meinem Nahkampf, lädt ich meine Ausweichfähigkeit wieder auf und wenn ich halt mich ausweiche, bekomme ich meinen Nahkampf wieder. Das heißt, wir haben die ganze Zeit Nahkampf und Ausweichenergie. Dann habe ich noch die Sturmgranate dabei. Erstmal macht sie ziemlich guten AOE-Schaden, finde ich. Und wir haben eine ziemlich geringe Abklingzeit, deswegen habe ich die noch mit dabei. Dann Aspekte. Dann haben wir hier den Flow-Zustand. Wenn ich Ziele, die aufgeschreckt waren, besiege, werde ich verstärkt. Wenn ich verstärkt bin, ist mein Ausweichen schneller wieder da. Und wenn ich in dem Moment zum Beispiel ausweiche, wenn ich gerade irgendeinen Schuss abbekomme, kann ich damit viel mehr widerstehen. Ich habe viel mehr Resistance währenddessen. Hier an der Seite steht es auch nochmal. Wenn ich Ziele aufschrecke, werden sie mit Akkus aufgeladen, wodurch sie zusätzlichen Schaden erleiden. Und wenn ich verstärkt bin, wird das Bewegungstempo und meine Waffenhandhabung verstärkt. Und wenn ich halt sprinte, das haben vielleicht auch schon einige bemerkt, bekommt man nochmal so einen richtig schönen Schub und ist noch ein Stückchen schneller. Dann tödlicher Sturm. Nachdem ich ausgewichen bin, ist mein Nahkampfangriff von der Reichweite erhöht und schreckt Ziele auf. Und wenn ich dann Gegner auch noch mal töte, obwohl ich muss, glaube ich, nicht einmal töten, sondern treffen, mache ich halt diesen großen AOE-Schaden. Und es blendet zusätzlich auch noch Feinde. Das heißt, sollte irgendjemand da noch stehen, der das überlebt hat, ist er erstmal geblendet und macht keine Probleme mehr. Dann haben wir die Fragmente. Hier habe ich einmal Leuchtfunke dabei. Wenn ich nämlich dann verstärkt bin und mache mit einer Arcus-Waffe einen Todesstoß, blendet das auch nochmal Gegner zusätzlich. Ist eine ziemlich große Hilfe. Dann
habe ich Funke der Entladung dabei. Bei Todesstößen mit Akkuswaffen besteht eine Chance, dass eine ionische Spur entsteht. Kennen vielleicht noch einige auch vom Warlock her. Das ist dann so ein kleines Ding auf dem Boden, kleiner Blitz, sage ich mal, der immer zu einem hinkommt. Und wenn er dich erreicht, bekommst du etwas Fähigkeitsenergie zurück. Dann Funke der Resistenz. Wenn ich von einigen Gegnern umgeben bin, kriege ich weniger Schaden und gibt uns nochmal Stärke 10+. Und dann habe ich noch aktuell Nachladens dabei. Wenn ich kritisch verwundet bin, bekomme ich erhöhte Fähigkeitsregeneration von Nahkampf und Granaten. Aber wenn der Raid abgeschlossen ist, also irgendein Team zuerst den Raid abgeschlossen hat, werden ja hier die neuen Fragmente freigeschaltet. Und dann werde ich auf jeden Fall Funke des Feedbacks nehmen. Denn Nahkampfschaden zu erleiden erhöht kurzzeitig meinen Nahkampfschaden. Gibt uns auch nochmal Belastbarkeit 10. Und da ich ja auch die ganze Zeit im Nahkampf rumrenne, hin und her renne, ausweiche, die Gegner schlage, andere Gegner schlagen mich, wird das wohl ziemlich oft da sein. Also das würde ich dann empfehlen, wenn es da ist. Dann gucken wir uns mal die Ausrüstung an, und zwar erstmal das Exo. Handschlag des Lügners. Wenn ich meine Akkus-Nahkampffähigkeit benutze oder ich werde von einem Nahkampfangriff getroffen, kann ich einen mächtigen Gegenschlag einsetzen, der mich auch noch heilt. Hier habe ich jetzt noch Quellenschöpfer drauf, dass ich, wenn ich Nahkampf-Todesstöße mache, eine Elementarquelle erschaffe. Dann auf den Helm. Ist ein Akkus-Helm. Hier habe ich Ionenquellen dabei. Wenn ich so eine Akkusquelle aufnehme, macht mein Nahkampf erhöhten Schaden nochmal dazu. Brustschutz. Noch den Thermoschock drin, ist einfach eine richtig nette Mod aus einem Artefakt. Dann noch Schadensresistenz vom Nahkampf, da ich ja viel im Nahkampf unterwegs bin. Dann noch Quelle der Macht. Wenn ich eine Quelle aufnehme, wird je nachdem, ne, also jetzt gerade ist eine Akkusquelle, also kriegen meine Akkuswaffen einen erhöhten Schadensboost. Sehr nice. Dann habe ich hier noch drin mannigfaltige Quellen. Wenn ich Quellen erschaffe, ist nicht nur eine, sondern zwei. Das heißt, wir bekommen zwei Akkusquellen dazu. Sehr nice. Und hier habe ich jetzt zum Beispiel noch mächtige Freunde auf den Umhang drin und Reichweite. Aber ich denke mal, das werde ich hier noch ein bisschen ändern am Umhang. Denn die Stats sind nicht so wichtig. Also Stärke zum Beispiel brauchen wir nicht, weil der Nahkampf die ganze Zeit schnell voll ist. Genauso wie mit unserer Mobilität, was unsere Klassenfähigkeit erhöht. Das muss auch nicht so mega hoch sein, da wir das auch die ganze Zeit voll bekommen. Dann Belastbarkeit. Möchte ich noch gucken, dass ich das auf jeden Fall auf 100 hochkriege. Genauso wie die Erholung, finde ich. Und vielleicht noch ein bisschen Disziplin. Aber da gucke ich halt noch ein bisschen. Aber an sich finde ich ziemlich gut, dass es hier jetzt kein Muss ist, irgendwie 3 Stats auf 100 zu bekommen. Und wenn wir uns die Waffen angucken, gibt es da etwas ganz Wichtiges. Und zwar brauchen wir eine Schrotflinte für dieses Bild. Mit Doppelpunch. Ein Feind mit meiner Schrotflinte treffe, Kampf, für eine kurze Zeit nochmal erhöht und macht nochmal mehr Schaden. Ziemlich guter Boost. Dann an sich sind die anderen Waffen egal. Ich habe zum Beispiel jetzt sehr gerne den Dreifaltigkeitsghoul dabei. Den noch auf Masterwork gemacht. Lässt sich ziemlich gut regeln. Besonders da wir ja mit Akkuswaffen unsere Feinde nochmal blenden. Gleich mit der Heavy, hier könnte man jetzt auch irgendein Exo mit reinnehmen. Oder ein Schwert, keine Ahnung, also das bleibt euch überlassen. Da gibt es eigentlich nichts Großartiges zu beachten. Das Wichtigste bei diesem Bild ist einfach nur die Schrotflinte mit Doppelpunch, Handschlag des Lügners, dass wir Sphären erschaffen und dass wir auf jeden Fall ein Akkus-Rüstungsteil haben, wo wir Ionenquellen reinpacken können. Wenn ihr einige Mods von denen nicht habt, müsst ihr einfach nur jeden Tag um 19 Uhr einmal hier unten Ada One vorbeischauen. Sie hat immer wieder verschiedene Mods. Und sollte nichts dabei sein, was ihr vielleicht schon habt und nicht gebrauchen könnt, einfach 19 Uhr immer wieder vorbeischauen, denn sie rotiert täglich. Und vielleicht wird dann irgendwann mal eine Mod dabei sein, die ihr noch nicht habt. Mir fehlen auch noch einige. Ich war's das. Ich hoffe, das hilft euch ein bisschen, in Akkus etwas zurechtzukommen. Ich habe sehr viel Spaß damit, auf jeden Fall auch in Ads. Es ist mal wieder ein ganz anderer Kampfstil, als irgendwie ein bisschen weiter hinten zu bleiben und alles die Granaten oder Messer machen zu lassen, sondern schön reinrennen. Man sollte es halt auch nicht übertreiben. Mal, ich werde vielleicht so auch
für die Ads auf jeden Fall in den Day One reingehen, der Freitag ist. Da bin ich dann noch live. Kommt gern vorbei auf Twitch. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Das wäre es so von meiner Seite aus. Und bis bald. Ciao, ciao.